Grüße Freunde. Heute erzähle ich die Geschichte von Todd, der sich auf sein Studium vorbereitet, aber nicht gut in Mathe ist. Er trifft zufällig die charmante Vicky, eine professionelle Mathematikerin, und bittet sie um Nachhilfestunden. Der Titel und alle Informationen zum Film stehen in der Beschreibung zum Video. Viel Spaß beim Anschauen. Todd macht gerade seinen Schulabschluss. Gemeinsam mit seiner Freundin Kirsten und seinem Freund Paul öffnen sie die Umschläge mit den Aufnahmeprüfungen für die Universität. Obwohl alle drei bestanden haben, weigert sich ihr Mathelehrer Roy, das Zeugnis für Todd zu unterschreiben, weil er den Test nicht bestanden hat. Todd macht gerade seinen Schulabschluss. Gemeinsam mit seiner Freundin Kirsten und seinem Freund Paul öffnen sie die Umschläge mit den Aufnahmeprüfungen für die Universität. Obwohl alle drei bestanden haben, weigert sich ihr Mathelehrer Roy, das Zeugnis für Todd zu unterschreiben, weil er den Test nicht bestanden hat. Am Abend gehen die Freunde auf eine Party. Während Paul versucht, die Mädchen kennenzulernen, lädt Kirsten Todd zu einem Spaziergang in den Park ein. Dort setzen sie sich auf eine Bank und bedecken sich mit Plätt, und dann fangen die beiden an zu kuscheln, aber als Kirsten bemerkt, dass Todd ein Gummiband hat, ist sie beleidigt, weil sie ihn nicht deshalb eingeladen hat. In der Zwischenzeit versucht Paul, sich vor dem lästigen Mädchen zu verstecken, und bemerkt Todd, der das Auto fährt, und läuft zu ihm, um ihn zu bitten, ihn von hier wegzubringen. Auf dem Weg dorthin treffen die Jungs auf Vicky, die am Straßenrand neben dem Auto steht. Als sie auf die Jungs zugeht, erkennt Vicky Todd, den sie an dem Morgen, als sie am See schrie, erschreckt hatte. Die Jungs nehmen das Mädchen mit. Paul versucht, Vicky ein Kompliment zu machen und sagt, sie habe ein sehr cooles Auto, aber das Auto gehört dem Ehemann des Mädchens, was sie den Jungs erzählt. Das Trio hält an einem Imbiss an, wo Vicky einen Abschleppwagen anfordert, der aber erst in einer Stunde eintrifft, und so spendieren die Jungs dem Mädchen ein Eis. Auf dem Weg aus dem Diner bezahlt Vicky für sich und die Jungs, woraufhin Todd darum bittet, dass sie zumindest das Trinkgeld bezahlen dürfen. Das Mädchen rechnet schnell alles im Kopf zusammen und nennt den Betrag, dann sagt sie, das sei der Verdienst der Matheabteilung. Auf dem Weg zu Vickys Auto erzählt Todd von seinen Matheproblemen und davon, dass sein Leben ruiniert sein wird, wenn er den Test nicht wiederholen kann, aber das Mädchen ist zuversichtlich, dass sich alles zum Guten wenden wird. Als er Vicky zu ihrem Auto bringt, überredet Todd sie, ihm Nachhilfe in Mathe zu geben, da dies sein Leben retten würde, und Vicky verspricht, darüber nachzudenken. Sie kehrt nach Hause zurück und findet dort ihren Ehemann Roy vor, denselben Mathematiklehrer, der Todds Test nicht bestanden hat, der auf sie wartet. Und Todd wird zu Hause von seinem Vater Jack empfangen. Er ist enttäuscht über die Schulprobleme seines Sohnes. Todd sagt, dass er einen Nachhilfelehrer braucht, und der Vater verspricht, ihm bei der Suche zu helfen, aber der Sohn gibt zu, dass er bereits selbst einen gefunden hat, was den Vater stolz auf seinen Sohn macht. Todd kommt an dem See an, an dem er Vicky am Morgen getroffen hat, und plötzlich erscheint ein Mädchen, das ihr Kleid aufknöpft und sagt, dass die Antworten auf alles irgendwo auf ihrem Körper zu finden sind. Von hinten taucht ein Mann mit einer Pistole auf und schreit, dass es seine Frau sei. Wow, das war nur ein Traum. In der Mittagspause teilt Todd Paul die gute Nachricht mit, dass Vicky ihn doch angerufen hat. Im Chemieunterricht entschuldigt sich Kirsten bei dem Typen für die Nacht im Park, sie ist ausgeflippt und braucht nur ein wenig Zeit, dann kann Todd bekommen, was er wollte. Nach der Schule kommt Vicky zum Haus des Jungen. Die Eltern des Jungen gehen und lassen die beiden mit Mathe allein. Todd erzählt Paul am nächsten Tag davon, dem er beim Auszug aus dem Haus seiner Eltern und beim Einzug in das Häuschen im Hinterhof hilft. Obwohl sie nur mit Vicky Mathe gemacht haben, war es eine sehr heiße Stunde. Das Training mit Vicky ist nicht umsonst und zahlt sich aus. Todd teilt dies dem Mädchen mit, indem er sie zu einem weiteren Kurs am Abend einlädt. Danach spricht Todd mit Kirsten und damit das Mädchen nicht eifersüchtig wird, lügt er sie an. Er sagt, dass seine Nachhilfelehrerin eine ältere Frau ist. Kirsten bittet Todd daran zu denken, dass heute Abend ihr traditionelles Abendessen mit Freunden stattfindet, an dem Todd wegen seines Matheunterrichts mit dem Nachhilfelehrer nicht teilnehmen kann, verspricht aber sich etwas einfallen zu lassen. Während der Junge mit Vicky lernt, wird Paul von Kirsten im Diner besucht, denn das Mädchen kann ihren besten Freund nicht ganz allein lassen. Nach einer Weile kommt Todd mit Vicky ins Diner, die sich bereit erklärt, den Kerl nach dem Unterricht abzusetzen. Als Kirsten merkt, dass Todd sie über das Aussehen des Nachhilfelehrers belogen hat, verlässt sie das Diner und ärgert sich über Todd. Im Matheunterricht schreibt Roy eine Aufgabe an die Tafel und fragt Todd nach der Lösung, der ruhig die richtige Antwort gibt. Die Lehrerin ist überrascht und sagt, dass Todds Empfehlung für die Universität schon viel besser aussieht.
Der Junge erzählt Vicky von seinen Fortschritten und lädt das Mädchen zu einer neuen Unterrichtsstunde ein. Vicky bittet Todd daraufhin, sie selbst zu besuchen, da sie ihm ihre Skulpturen zeigen möchte. Todd kommt zu Vicky, und das Mädchen zeigt ihm seine Meisterwerke, nachdem er sie gesehen hat. Der Kerl versteht nicht, warum sie alles in der Garage hält und niemandem etwas zeigt. Vicky glaubt, dass alle denken werden, sie sei verrückt, zumindest ihr Mann denkt das. Das Mädchen gibt zu, dass sie und ihr Mann sich nicht besonders gut verstehen, und deshalb genießt sie die Gesellschaft von Todd. Vicky hat ein Geschenk für Todd. Als er sieht, was das Mädchen mit ihren Händen gemacht hat, bedankt sich Todd für das Geschenk und küsst sie auf die Lippen. Durch eine Überraschung geht das Mädchen verloren, aber sie lässt den Kerl nicht wieder tun. Sie ziehen in das Haus ein, wo Vicky anfängt, mit dem Mann zu flirten und sie sich schließlich küssen. Vicky springt auf den Kerl und zeigt ihre Reize. Todd erzählt seinem Freund Paul davon, zu dem er mitten in der Nacht kommt, nachdem er sein Studium mit Vicky beendet hat. Paul ist nicht besonders erfreut über diese Geschichte und Todd geht nach Hause. Paul öffnet die Tür des Hauses, in dem sich Kirsten gerade versteckt hält, die das ganze Gespräch mitgehört hat. Beim Mittagessen in der Schule nähert sich Todd dem Tisch, an dem Kirsten sitzt, aber das Mädchen packt trotzig seine Sachen und geht. Todd versteht nicht, was hier los ist. Dann schreit das Mädchen in der ganzen Kantine über Todds Beziehung zu dem Tutor. Der Typ hat nur Paul davon erzählt, also denkt er, dass es sein Freund war, der dem Mädchen alles erzählt hat. Aber Paul gibt zu, dass Kirsten bei ihm zu Hause war, als Todd über seine Aktivitäten mit Vicky sprach. Todd ist wütend auf seinen Freund und denkt, er habe ihn absichtlich nicht gewarnt, weil er Kirsten mag. Ihre Schelte wird von Roy unterbrochen, der die Jungs zur Strafe auf sein vor der Schule geparktes Auto aufpassen lässt. Paul und Todd gehen nach draußen und erkennen die Korvette, neben der Vicky stand, als sie abgeholt wurde, und die Freunde erkennen, dass Roy Vickys Mann ist. Todd eilt zu Vickys Haus. Er ist unglücklich darüber, dass das Mädchen ihm nichts davon erzählt hat, dass ihr Mann Todds Lehrer ist. Vicky hat dem überhaupt keine Bedeutung beschmissen. Der Mann versteht nicht, wie sie Roy heiraten konnte, weil er ein Tyrann ist, aber nach Aussage des Mädchens war er nicht immer so. Vicky sagt, dass Todd gehen muss, aber der Mann fängt an, das Mädchen anzufassen. Zu diesem Zeitpunkt ist Roy bereits von seinem Angelausflug zurückgekehrt. Als er ein Geräusch in der Garage hört, beschließt er, nachzusehen, was da los ist. Roy nähert sich der Garage und ruft nach Vicky. Als er seine Stimme hört, versteckt sich Todd zwischen den Skulpturen und Vicky tut so, als würde sie etwas mit einem Bolzenschneider sägen. Während Roy den Fisch säubert, versteckt sich Todd woanders. Auf dem Weg aus der Garage fragt Roy Vicky nach einem Drucker und sagt, er habe einen begabten Schüler in seiner Klasse, Todd, und Roy wolle für ihn eine Empfehlung für die Aufnahme in Harvard drucken. Vicky verspricht, einen Drucker zu besorgen, und als Roy geht, verlässt Todd leise die Garage. In der Schule spricht Roy den Helden an. Er zeigt dem Jungen das Schulheft, das er in Vickys Garage gefunden hat. Dachte Todd wirklich, dass Roy nichts davon erfahren würde? Todd gerät in Panik, weil er denkt, dass Roy über ihn und Vicky Bescheid weiß und sagt, dass er einen schrecklichen Fehler gemacht hat, woraufhin Roy ihm die Testergebnisse zeigt und sagt, dass es in Wirklichkeit nur zwei Fehler sind. Als Roy das Notizbuch findet, stellt er fest, dass Todd mit Vicky Mathe macht. Aber Roy verspricht, eine Empfehlung für Todd zu schreiben, damit er an die Universität gehen kann. Im Matheunterricht führt Roy Todd als Beispiel für die anderen Schüler vor und rechtfertigt damit seine Grausamkeit gegenüber den Schülern. Nach dem Unterricht wird Roy von Todd angesprochen, der Roys Grausamkeit gegenüber den Schülern für unangemessen hält. Todd macht sich auf den Weg zum Ausgang, doch Roy hält ihn mit einer Frage auf, hat er mit Vicky geschlafen? Unbeeindruckt davon gesteht Todd alles. Roy eilt nach Hause und Todd versucht, Vicky zu warnen, aber das Mädchen ist beschäftigt und hört das Klingeln des Telefons nicht. Roy kommt nach Hause und beginnt, alles in der Garage zu zertrümmern, woraufhin Todd auftaucht. Roy hält ihn für ein Genie, und dank Vicky wird er besser in Mathe und schläft dann mit ihr. Außerdem hat Roy dem Jungen eine Empfehlung für die Aufnahme in Harvard geschrieben. Roy lenkt den Kerl ab und schlägt Todd K.O. Der Mann kommt zur Vernunft und entschuldigt sich bei Vicky für das, was passiert ist, aber das Mädchen ist sogar dankbar, denn sie hätte schon vor langer Zeit mit Roy Schluss machen sollen. Todd fragt sie, was sie als nächstes tun wird. Vicky sagt ihm, dass sie nach New York gehen wird und vielleicht wird dort etwas mit ihren Skulpturen passieren. Das Mädchen verabschiedet den Jungen und gibt ihm schließlich eine Empfehlung für die Uni. Heute hat der Junge ein Vorstellungsgespräch, für das er schnell abhaut, aber er verspricht, Vicky in New York zu besuchen. Bei dem Vorstellungsgespräch wird Todd gefragt,
warum er nach Harvard gehen möchte. Der Junge sagt, das sei der Traum seines Vaters, aber Todd selbst meint, das sei gar nicht das, was er wolle. Zurück zu Hause gesteht Todd seinen Eltern, dass er nicht nach Harvard gehen will, weil sein Traum die Kunstschule ist. Todd geht in das Diner, wo sie sich ständig mit Freunden treffen. Als er Kirsten zu einem Spaziergang einlädt, entschuldigt sich Todd dafür, dass er das Mädchen verletzt hat und bittet sie, ihn niemals von ihrer Freundesliste zu streichen. Einige Zeit später sitzt das Trio auf dem Pier und diskutiert darüber, wer sie in 10 Jahren sein werden. Laut Todd wird Paul in 10 Jahren an seinem Supercomputer arbeiten und Kirsten wird ihre erste Sammlung populärer Gedichte veröffentlichen. Todd selbst wird nach Pauls Meinung bei McDonald's freie Kasse schreien. Danke, dass ihr euch das Video bis zum Ende angesehen habt. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr von dem Film haltet und was ihr von dem haltet, was der Kerl und Vicky gemacht haben. Und vergesst nicht, den Channel zu abonnieren. Bye bye.